Nun kommt die Frau Kollegin Elke Barth, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Meine Kollegin Birgit Heitland hat es eben schon ausgeführt. Das Petitionsrecht ist ein wichtiger und auch grundgesetzlich verbriefter Baustein einer lebendigen Demokratie. Hier haben alle Menschen die Möglichkeit, sich mit ihren Anliegen direkt an ihre Volksvertretung zu wenden. Und diese Gelegenheit nutzten allein in Hessen letztes Jahr oder jedes Jahr über 1.000 Menschen. Trotz Corona haben sich im vergangenen Jahr zwar mit 1.101 Petitionen etwas weniger als 2020 Menschen an den Petitionsausschuss gewendet, aber sogar mehr als 2019 und 2018. Gut war es auch gerade in der jetzigen Situation, dass sich die Bürger auch mit ihrer Kritik an einzelnen Corona-Maßnahmen direkt an die Politik wenden konnten. Und auch hier wurden die Eingaben intensiv mit den betroffenen Fachreferaten der Ministerien beraten. Jede Petition wird einzeln geprüft. Jeder Petent erhält eine Antwort und keine Textbausteine. Und auch darauf legen wir Wert, in verständlicher Sprache. Es wäre allerdings schön, wenn Behörden vielleicht allgemein generell verständlicher kommunizieren würden. Und das meine ich jetzt nicht als Scherz. Zugenommen haben im vergangenen Jahr die aufenthaltsrechtlichen Petitionen im Gegensatz zum Vorjahr, wo wegen eingestellter Flugverbindungen viele aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht durchgeführt werden konnten, war dies 2021 teilweise wieder möglich. Im aufenthaltsrechtlichen Bereich hat sich auch der Anfang 2020 eingeführte Migrationspakt mit vermehrt positiven Entscheidungen bei der neu geschaffenen Möglichkeit von Beschäftigungsduldung niedergeschlagen. Das von der Ampel in Berlin nun neu beschlossene Chancenaufenthaltsrecht, welches für gut integrierte Menschen an die Stelle der bisherigen Praxis der mühseligen Kettenduldungen treten wird, wird uns dann auch sicherlich noch etwas im Petitionsausschuss beschäftigen. Denn häufig begleitet der Ausschuss derartige Prüfverfahren sehr intensiv bis zur endgültigen Entscheidung. Im vergangenen Jahr, meine Damen und Herren, ist uns mit dem Petitionsgesetz ein Meilenstein gelungen. Hessen hat nach mehreren Anläufen und nach einjähriger Beratung in dieser Legislaturperiode nun als 9. Bundesland ein neues, modernes Petitionsgesetz beschlossen. Wir haben damit die Rolle der Berichterstattung gestärkt. Wir haben moderne Bestandteile wie die runden Tische neben Ortsterminen nun fest etabliert und mit der Möglichkeit der anonymisierten Veröffentlichung auf der Homepage des Landtags für mehr Transparenz gesorgt. Gewünscht hätten wir uns seitens der SPD noch die Anhörung von Petenten im Ausschuss, das Mitzeichnen von Petitionen oder Online-Petitionen im Netz. Aber auch so ist schon eine ganze Menge erreicht. Der Petitionserlass zur aufschiebenden Wirkung bei ausländerrechtlichen Petitionen, um den wir bei der SPD hart gerungen haben, wird sich in der Realität noch beweisen müssen. Nicht immer ist es die mangelnde Kooperation der Antragsteller, die Schuld an fehlenden Dokumenten oder langen Verfahren haben, sondern in vielen Fällen auch die Überlastung der betroffenen Behörden, wo es oft schon an einem Termin zur Vorsprache mangelt. Insofern werden wir sehen, wie realitätstauglich dieser Erlass mit seinen streng gestaffelten Fristen ist. Zum Schluss will ich Ihnen noch von meiner Lieblingspetition erzählen, die mich schon seit der letzten Legislaturperiode berichtet und die mir immer wieder vor Augen führt, wie wichtig das Petitionsrecht ist. Die Familie eines kleinen autistischen Jungs wollte für ihren Sohn das Recht auf Regelbeschulung einklagen, nachdem das Kind trotz intensiver Bemühungen der Eltern auf einer Förderschule eingeschult wurde. Die Mutter war fest überzeugt, dass ihr Sohn das schaffen würde. Nachdem wir mit dem Petitionsausschuss beim Schulamt interveniert haben
und sich die in Frage kommende Schule dann ob des Drucks von oben doch bereit erklärt hatte, den Jungen trotz Bedenken wegen seiner Beeinträchtigung aufzunehmen, hat dieser inzwischen die Grundschule fertig absolviert. An der Schule war man zudem stolz. Der Junge hatte sogar, was ungewöhnlich für Autisten ist, soziale Kontakte in der Klasse geschlossen, und die anderen Kinder haben sicherlich auch in ihrem Sozialverhalten davon profitiert. Inzwischen geht er in die 7. Klasse auf den Hauptschulzweig einer Gesamtschule. Die Mutter, die mir jährlich schreibt, schrieb zuletzt: Wir sind sehr glücklich, dass wir gekämpft haben. Jedes Mal, es hat sich gelohnt. So hat der Petitionsausschuss mitgeholfen, das Recht auf Inklusion basierend auf der UN-Behindertenrechtskonvention einzufordern. Zuletzt möchte ich mich aber auch noch, auch wenn die Zeit inzwischen abgelaufen ist, ich habe das gesehen, noch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Petitionsreferats, des wirklich tollen Teams von Frau Engelhardt bedanken. Ihre Fachkompetenz und Unterstützung ist von unschätzbarem Wert für unsere Arbeit. Sie alle machen einen tollen Job. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Frau Kollegin Barth. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Katrin Schleenbecke, Bündnis 90 Die Grünen. Katrin, bitte. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Auch in diesem Jahr möchte ich zu Beginn meiner Rede Danke sagen. Zum einen explizit, wie bereits erwähnt, an unsere ehemalige Ausschussvorsitzende Manuela Strube, die wahrscheinlich von Baunatal aus aktuell zugeschaltet ist, und auch den Mitarbeitenden im Petitionsreferat und den Menschen, die in den Ministerien und Behörden die Petitionen in der Form bearbeiten, dass sie für uns Berichterstatterinnen und Berichterstatter die notwendigen Hintergrundinformationen und Sachlagen zusammentragen. Sie beantworten in der Regel sehr zeitnah und ausführlich unsere Nachfragen, und deswegen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Ebenen unserer Verwaltung. Und der Petitionsausschuss ist ein besonderer Ausschuss. Und ich glaube, gerade das vergangene Jahr hat diese Besonderheit gezeigt. Neben der 50-Jahresfeier haben wir gemeinsam mit 4 Fraktionen ein Petitionsgesetz für Hessen erarbeitet. Und ich glaube nicht, dass das selbstverständlich ist. Und ich danke dem Landtag, dass der Gesetzentwurf im Dezember beschlossen wurde und Hessen jetzt ein Petitionsgesetz hat. Denn mit dem Gesetz wurde das individuelle Recht, sich mit Eingaben und Beschwerden an uns, an den Hessischen Landtag zu wenden, gestärkt. Und dieses Gesetz hatte Hessen mehr als verdient. Und die gemeinsame Arbeit, ich glaube, Herr Pürsün hat da schon ein bisschen ausgeführt, die ist nicht immer einfach. Ja? Aber wir sind stets geprägt von dem Willen, ein gutes Gesetz für die Menschen in unserem Land auf den Weg zu bringen. Und wir ringen auch im Petitionsausschuss immer wieder untereinander, miteinander für gute Lösungen für die Menschen in unserem Land. Und dafür steht dieser Petitionsausschuss. Wir sind nicht immer einig. Wir diskutieren Petitionen auch wiederholt. Und es gelingt uns dennoch fast immer, Petitionen einvernehmlich abzuschließen. Und das funktioniert eben darum, weil alle Petitionen auf dem Tisch liegen, alle Informationen. Die Berichterstatterinnen und Berichterstatter können oftmals vorab schon zu Kompromissen, sie vermitteln zwischen den Konfliktparteien. Wir hören einander zu, wir gehen aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Sachlagen ein. Und das macht diesen Ausschuss so besonders. Ja, wir streiten auch mal, wir setzen uns intensiv auseinander, aber getragen von der Grundüberzeugung, dass dieses verfassungsgemäß verbürgte Recht für die Menschen in unserem Land unglaublich wichtig ist. Und dafür möchte ich an dieser Stelle ganz explizit den Mitarbeiterinnen, also sprich den Kollegen und Kolleginnen im Petitionsausschuss, Danke sagen. Und wie alle Ausschüsse und das Parlament arbeitet auch der Petitionsausschuss seit 2 Jahren unter den Bedingungen der Corona-Pandemie.
Die, wie bereits erwähnt, 1.101 Petitionen, die an den Landtag gestellt wurden, konnten nicht wie vor Corona mit kurzen Terminvereinbarungen so bearbeitet werden, wie wir das vorher gewohnt waren. Aber wir versuchen jetzt auch langsam wieder in die Fläche rauszugehen, die Sprechstunden anzubieten. Wir bieten auch wieder mehr Termine vor Ort an. Und ich glaube, das ist richtig und wichtig. Aber auch die bereits in 2020 eingeführten Videokonferenzen, die digitalen Rundentische, die werden weiterhin durchgeführt. Und ich denke, dass diese Kombination etwas ist, was uns als Petitionsausschuss auch weiterhin gut aufgestellt sein wird, damit wir für die Menschen in unserem Land erreichbar sind. Persönlich bleibt mir nach wie vor ganz wichtig, auch noch einmal deutlich zu machen, dass jeder und jede Einzelne das Recht hat, eine Petition einzureichen. Und es bleibt mein Wunsch aus dem vergangenen Jahr auch aktuell, dass wir das Petitionsgesetz, und zwar nicht nur die Mitglieder des Petitionsausschusses, sondern alle Mitglieder des Hessischen Landtags, aktiv nach außen tragen und den Menschen von diesem Recht erzählen, sie darauf hinweisen und wir damit klarmachen, wir sind für sie da, wir kümmern uns intensiv um ihre Belange. Wir können nicht immer helfen, das ist, glaube ich, auch immer mitzusagen. Aber dass wir uns ganz intensiv mit Beschwerden, Eingaben, Anliegen beschäftigen, das ist ganz klar. Und da sind wir auch quer durch die Fraktionen einig. Und jetzt kurz vor Ende meiner Rede möchte ich auch unserem neuen Vorsitzenden Oliver Uhlert danken. Bereits in den ersten von dir geleiteten Sitzungen, Olli, konnte man wirklich auch merken, dass du dich weiterhin bemühst, diese gute Zusammenarbeit zu tragen, das fortzusetzen, was die Kollegin Strube begonnen hat. Und diese gute Zusammenarbeit ist sicherlich eine Grundlage für das Wirken des Petitionsausschusses für die Petentinnen und Petenten. Ja, und jetzt noch mal danke ganz explizit an Frau Engelhardt, auch von meiner Seite noch mal die herzlichsten Glückwünsche nachträglich. Danke an alle Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeitenden in den Ministerien. Ohne die geleistete Zuarbeit, ohne die ordentliche, strukturierte Vorbereitung der Sitzung, den ganzen organisatorischen Rahmen, wäre das, was wir als Petitionsausschuss für die Menschen in unserem Land leisten, nicht möglich. Deswegen vielen Dank und auf ein gutes, weiteres neues Jahr mit intensiven Diskussionen, aber ich denke mit guten Lösungen für die Menschen in unserem Land. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Scheuch-Paschkewitz, Fraktion Die Linke. Geehrte Kolleginnen und Kollegen, zunächst möchte ich mich bei Kollege Uhlert bedanken, der hier die Arbeit des Petitionsausschusses mit dem ausführlichen Petitionsbericht vorgestellt hat. Ebenso geht mein Dank an unsere ehemalige Vorsitzende Manuela Strube, die mit dem gesamten Referat maßgeblich dazu beigetragen hat, die Möglichkeit der Petitionen an den Hessischen Landtag in der Öffentlichkeit bekannter zu machen, auch mit den vielfältigen Aktionen rund um die Schulen, die Petitions-, das Planspiel, unsere Präsentation auf dem Hessentag, der nun leider in dem letzten Jahr und in den letzten beiden Jahren nicht stattfand. Aber es wird wieder so sein. Es gab, glaube ich, dank Manuela niemals, also ich habe es nie so wahrgenommen, und dass Petitionen wirklich in der Öffentlichkeit auch einen höheren Stellenwert haben. Weiter bedanke ich mich sehr bei allen Mitarbeiterinnen des Petitionsreferats, Frau Engelhardt stellvertretend, für die immer sehr hilfreiche, schnelle und außerordentlich freundliche Mit- und Zuarbeit für uns Mitglieder im Ausschuss. Wir könnten unsere Arbeit sonst nicht machen. Danke auch an alle Mitarbeiterinnen in den Ministerien, die, wie hat meine Vorrednerin gesagt, sehr strukturiert die Sitzungen vorbereiten. Vielen, vielen Dank dafür. Der Bericht zeigt, wie wichtig das Petitionsverfahren für die Hessinnen und Hessen ist und wie rege die Bürgerinnen und Bürger auch von ihrem Recht Gebrauch machen.
Schade finde ich jedoch, dass auch in unserem neu erlassenen Petitionsgesetz keine Möglichkeit geschaffen wurde, eine Petition online mitzuzeichnen. Eine solche Möglichkeit hätte unser Gesetzentwurf vorgesehen. Und es wäre meiner Meinung nach nicht nur schön gewesen, sondern auch unbedingt notwendig. Auch um das Instrument der Petitionen an den Hessischen Landtag noch bekannter zu machen und vor allem die Wirkmächtigkeit dieser im Gegensatz zu Petitionen bei Online-Plattformen zu verdeutlichen. Auch bezüglich der Aussetzung aufenthaltsbeendender Maßnahmen vertreten wir bekanntermaßen eine andere Position und hätten eine Regelung nach Vorbild des bremischen Petitionsgesetzes gewünscht. Lassen Sie mich noch einige Anmerkungen zu Petitionen im Justizvollzug machen. Das Petitionsrecht ist für Gefangene eine wesentliche Möglichkeit, sich für ihre Interessen und durchaus auch in einigen Fällen die Interessen ihrer Mitgefangenen einzusetzen. Diese Petitionen sind vom Landtag und den Abgeordneten in der gebotenen Sorgfalt zu behandeln. So kann es auch durchaus sinnvoll sein, mit dem einen oder der anderen Gefangenen Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel bei Fragen, die durch die Petition selbst und die Stellungnahme des Ministeriums nicht beantwortet werden können. Es ist erfreulich, dass manche Petitionen als erledigt erklärt werden können, weil in der Sache Abhilfe geschaffen wurde. Das ist aber eher die Ausnahme. Wir würden uns freuen, wenn es in mehr Fällen mit und unter der Vermittlung der Mitglieder des UJV zu guten Lösungen kommen würde. Lassen Sie uns daran arbeiten. Zum Schluss noch zu den inhaltlichen Petitionen haben alle Vorrednerinnen und Redner alles gesagt. Noch eine persönliche Anmerkung. Es braucht sehr viel Empathie und soziale Arbeit, in diesem außerordentlich wichtigen Ausschuss mitzuarbeiten. Es ist die direkte Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger und zudem eine Form der direkten Demokratie. Umso wichtiger für uns als Politikerinnen und vor allem für die Bürgerinnen, dass dieses Instrument Petition weiterhin weit verbreitet wird und alle Bürgerinnen so ermöglicht wird, direkt teilzunehmen, Fragen zu stellen, wie in der Corona-Pandemie, direkt Kontakt mit uns aufzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Scheuch-Paschkewitz. Jetzt hat das Wort der Kollege Bernd Vohl, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Der Petitionsbericht gibt uns einen guten Einblick, was die Bürger unseres Landes beschäftigt und wie vielfältig die vorgebrachten Anliegen sind. Für die Vorstellung des diesjährigen Berichts möchte ich mich zunächst bei unserem neuen Ausschussvorsitzenden, Herrn Oliver Ullott, bedanken. Er knüpft damit an die gute Arbeit seiner Vorgängerin, Frau Manuela Strube, an. Auch Frau Engelhardt sowie den Mitarbeitern des Petitionsreferates danke ich für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung bei der Bearbeitung der Petitionen. Der Petitionsausschuss ist seit 50 Jahren ein fester Bestandteil des Hessischen Landtages, auch wenn das Petitionsrecht bereits 1946 in der Hessischen Verfassung verankert wurde. Im vergangenen Jahr wurde das in Artikel 16 der Hessischen Verfassung verbriefte Recht der Bürger, sich an die zuständige Behörde oder an die Volksvertretung zu wenden, sprich das Petitionsrecht, nunmehr in Gesetzesform gegossen. Das Petitionsgesetz trat zum 1. Januar 2022 in Kraft und löste die bisherigen Regelungen in der Geschäftsordnung des Landtages ab.
Im vergangenen Jahr wandten sich nach einem sehr starken Anstieg im Jahr 2020 wieder weniger Bürger mit ihren Anliegen an den Petitionsausschuss. Die eingereichten Petitionen sind im Berichtszeitraum 2021 um 1.101 gesunken, was einer Abnahme von 22,5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie Herr Ullert ja bereits berichtet hat. Dieser Rückgang ist auf die besonders zahlreichen Eingaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückzuführen. Denn 2020 haben sich aufgrund der Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie deutlich mehr Menschen an den Landtag gewandt. Das Petitionsrecht kann nicht nur alleine, sondern auch in Gemeinschaft mit anderen ausgeübt werden. Im Gegensatz zu Einzelpetitionen, die meist ein persönliches Problem zum Thema haben, greifen mehrfach- oder Sammelpetitionen oft ein Anliegen grundsätzlicher, gesellschaftlicher oder regionaler Bedeutung auf. Im Berichtszeitraum 2021 sind 18 Sammelpetitionen eingegangen, die von mindestens 30 Personen unterschrieben worden sind. Themen waren beispielsweise Schutz der Erzieher in Kitas, Rücküberführung des UKGM in öffentliches Eigentum oder Mietenstopp für alle. Doch egal, wie viele Bürger eine Petition unterstützen, die Behandlung im Ausschuss erfolgt unabhängig davon und immer gleich. Die Anzahl der aufenthaltsrechtlichen Petitionen an der Gesamtzahl hat sich im Vergleich zu 2020 von 12,2% auf 19,8% erhöht. In diesem Zusammenhang möchte ich auch den neuen Erlass des Hessischen Innenministeriums erwähnen, der ebenfalls am 1. Januar 2022 in Kraft getreten ist. Er regelt das Verfahren bei aufenthaltsrechtlichen Petitionen. Demnach kann nach gestaffelten Fristen von bis zu einem Jahr eine Ermessensduldung erteilt werden, die trotz vollziehbarer Ausreisepflicht der betroffenen Personen jegliche aufenthaltsbeendende Maßnahmen verhindert. Dies sehen wir, die AfD-Fraktion, sehr kritisch. Denn anstatt Fristen zu verlängern und somit auch die Verfahren, sollten wir dafür sorgen, dass Petitionen auch im Interesse der Petenten zeitnah bearbeitet und entschieden werden. Abschließend möchte ich mich noch bei allen Kollegen des Petitionsausschusses für die reibungslose und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Außerdem bedanke ich mich auch für die ausführlichen Stellungnahmen bei den Mitarbeitern in den Ministerien. Diese sind sehr hilfreich für die Bearbeitung der Petitionen und geben uns sehr viel Informationen, wie wir diese Petitionen zu behandeln haben. Ich freue mich darauf, auch in diesem Jahr die gute Zusammenarbeit im Petitionsausschuss fortzusetzen und die Anliegen der hessischen Bürger sachlich und zielführend zu behandeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bernd Vohl. Nun hat das Wort der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am Ende einer Debatte, die eher davon gekennzeichnet war, dass man sich gegenseitig wertschätzt und anerkennt für die Arbeit, möchte ich dem in nichts nachstehen. Ich will mich sehr herzlich, Herr Vorsitzender, bei Ihnen, Herrn Ullert, und bei seiner Vorgängerin, Frau Strube, bedanken für die Landesregierung, für die gute Zusammenarbeit, natürlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Und will zu erkennen geben, dass wir in der Landesregierung die Arbeit mit dem Petitionsausschuss natürlich sehr schätzen, weil immer wieder es dann doch dazu kommt, das Petitionsrecht kann keine Berge versetzen, kann keine Gesetze ändern. Aber immer wieder kommt es vor, dass Ermessensspielräume, die vielleicht im Gesetz bestehen, die aber durch die Verwaltung, warum auch immer, nicht erkannt und gesehen wurden, mithilfe der Mitglieder des Petitionsausschusses dann den Mitarbeitern vorgeführt werden und man dann auch zu anderen Einschätzungen kommen kann, als man das vielleicht vorher getan hat. Insofern ist es von großer Bedeutung, dass die Landesregierung mit dem Petitionsausschuss und umgekehrt der Petitionsausschuss mit der Landesregierung in diesen vielen Einzelfragen
wirklich sehr, sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet. Dafür will ich mich bedanken. Ich will mich bedanken auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Ressorts, die dafür Sorge tragen, dass Ihnen noch immer wieder zugearbeitet wird und dass Sie in die Sachverhalte auch entsprechend hineinkommen. Ich will vielleicht noch eine Bemerkung machen, weil ich mich letzt mit einem neuen Kollegen unterhalten habe, der in den Petitionsausschuss gekommen ist. Und das vielleicht gemeinhin an Stellen, das trifft nicht die Mitglieder des Petitionsausschusses oder die, die es mal waren. Die wissen alle, wie wichtig das ist. Aber manchmal ist es so, dass man dazu kommt, na ja, die Neuen kommen halt in den Petitionsausschuss. Es gibt keinen Ausschuss hier in diesem Hessischen Landtag, das will ich dazu sagen, und das sage ich aus voller Überzeugung, der eine solche Breite abbildet an Themen und Themenstellungen, an Problemstellungen und der eine solche Nähe auch zur Bevölkerung im eigentlichen Sinne hat, dass man sozusagen dieses leichtfertig vorgetragene Vorurteil immer noch einmal hinterfragen sollte, weil es stimmt eigentlich nicht. Der Petitionsausschuss. Der Petitionsausschuss leistet eine herausragende Arbeit. Er ist Ausdruck eines herausragenden Rechts in unserer Verfassung. Und was die Arbeit angeht, er hat die größte Bandbreite, die die Ausschüsse ansonsten hier haben. In diesem Sinne herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeit leisten. Und herzlichen Dank an die Mitarbeiter der Landesregierung und der Verwaltung, die entsprechend zuarbeiten für diesen herausragend wichtigen Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Dann sind wir am Ende der Aussprache. Und wenn so viele gedankt haben, dann will ich das auch noch einmal tun. Im Namen des gesamten Landtags, lieber Herr Vorsitzender, lieber Oliver, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Petitionsausschuss ist das Aushängeschild des Landtags, des höchsten Verfassungsorgans nach draußen. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Ihr leistet eine hervorragende Arbeit und Glück auf für die weiteren Aktivitäten. Alles Gute.